Noah, fangen wir zuerst mit dem Guten an. Gratuliere zu deinem Treffer gegen Aarau. Ja, es ist wichtig, dass ich jetzt wieder ein Goal gemacht habe. Vor allem für mich, jetzt, wo ich jetzt im Sommer wechsle. Ja, ich bin froh, dass ich jetzt die Goal machen konnte. Und dort hat man ja noch das Gefühl haben, dass es gut rauskommt. Leider hat es dann nur für ein 1-1 gelangt. Aber was ist es gelegen? Ja, wir haben nicht wirklich Mühe gehabt im Spielaufbau nach vorne. Hinten sind wir eigentlich gut gestanden beim Goal. Leider unerwartet ein hoher Ball gekommen. Aber ja, schlussendlich müssen wir einfach die Chance noch machen und dann gewinnen wir es. Am Schluss haben wir noch richtig Druck gemacht. Ja, auf jeden Fall. Haben ja müssen. Ja. Und es hätte dort auch noch einen Elfmeter geben können. Wie hast du das gesehen? Ja, ich bin dort oben gehockt, auf der Tribüne, ich es nicht gut gesehen. Aber der Schiri hat entschieden und ja, so ist es jetzt halt. Und jetzt geht es weiter gegen Wil mit welcher Einstellung? Ja, auf jeden Fall werden wir dort wieder 3 Punkte mitnehmen. Und ja, wir hoffen, dass geht jetzt ein Match verliert, dass wir wieder herkommen. Gabi, 1-1 gegen Aarau. Am Schluss haben wir noch richtig Druck gemacht. Man hat das Gefühl gehabt, da liegt noch etwas drin. Ja, wir hatten noch ein paar gute Chancen gehabt zum Schluss, die wir leider nicht genutzt haben. Es ist von Anfang an ein harziger Start gewesen. Wir haben uns reingebissen, 1-0 in Führung gegangen. Leider ein 1-1 bekommen, aber ja, sind dann gleich mit positiven Gefühlen eigentlich in die Halbzeit gegangen. Und ja, es gibt halt so Spiele, wo es nicht immer läuft, wie man sich es vorstellt, aber ja, ist schade. Am Schluss haben wir aber richtig gute Chancen rausgespielt gehabt. Ja, am Schluss haben wir gesehen, dass wir halt noch ein bisschen mehr Biss hatten, um den Sieg einfahren. Ja, der Ball ist dann einfach nicht reingegangen und ja, wie gesagt, ist schade. Jetzt geht es gegen Wil. Mit welcher Einstellung? Wir wollen ganz klar gewinnen. Bis zum Schluss wollen wir alles geben. Auf unsere Chance noch, blöd gesagt, jetzt hoffen. Ist zwar ein dummes Wort, hoffen, aber wenn GC jetzt nochmal Schwäche zeigt, werden wir schon nochmal da sein, wenn es darauf ankommt. Sie haben ein neues Spiel mehr und jetzt am Schluss jedes Spiel zählt und wird auch hart. Ja. Mario, 1-1 gegen Aarau. Vor allem am Schluss hat man das Gefühl gehabt, jetzt kommt noch das 2-1. Ja, das haben wir uns natürlich alle erhofft. Wir sind sehr schwierige Spiele reingekommen. Aarau war von der ersten Minute eigentlich griffiger gewesen. Man hat eigentlich das Gefühl gehabt, sie wollen es mehr. Und nach all den tollen Worten jetzt gesehen von unserer Mannschaft, haben wir heute ein bisschen schwächeres Match gesehen. Und das ist einfach total schade, weil wir haben eigentlich so einen guten Flow gehabt. Und dass wir jetzt gegen Aarau Punkte legen lassen, tut natürlich unglaublich weh. Ich muss aber auch sagen, dass aufgrund vom ganzen Spiel ist es eine sehr gerechte Punkteteilung. Aarau hat sich den Punkt verdient. Für uns ist es bitter, dass wir am Schluss die riesen Chancen nicht machen. Simani hat sehr hundertprozentig auf dem Kopf. Der Sutti hat gleich noch am 1-1 Ausgleich hundertprozentig. Und wenn du vorne dabei bleiben willst, dann musst du die Chance halt machen. Jetzt geht es als nächstes gegen Wil. Mit welcher Einstellung? Ja, never give up. Also ich glaube, wir wissen, dass GC ein unglaublich schwieriges Restprogramm hat mit 3 Auswärtsspielen nacheinander. Sie gehen jetzt auf Lausanne am Freitag. Und für uns ist es wichtig, dass wir die restlichen 5 Spiele probieren zu gewinnen.